Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Rome 2 Imperial Edition mit mir, mit dem Björn Seins. Und ja, wir haben hier in der letzten Folge die Stadt Alalia verloren. Die hat mir gar nicht gefallen, so gegen Ende der Aufnahme. Müssen wir hier noch so einen herben Dämpfer einnehmen. Ich überlege, ob ich meine Flotte hiervon, ob ich die vielleicht mal zurückziehe. Schnelles Rudern. Wie schnell kommen die denn da hin? Innerhalb von 2 Runden schaffen die das? Quatsch. Doppelte Geschwindigkeit. Plündern sollst du nicht. Pass auf, dann nehmen wir 3 mit. Oder wollen wir generell dann hier oben mal ein bisschen aufräumen? Pass auf, ich kann doch die alle hier erstmal verbessern. So. Dann kann ich doch die hier erneut ausbilden, verbessern. Wo ist denn da der Unterschied? Kostet doppelt so viel. Achso, erneut ausbilden geht gar nicht. Verbessern. So. Soll ich mit euch beiden hier... Wer macht mir denn da oben das Leben schwer? Sparta hat mich auch schon angegriffen. Soll ich mit euch beiden mal hier die ein oder andere Stadt angreifen? Kann ich eigentlich machen? Ich kann... Also, ich ziehe mit der Flotte jetzt mal hier hoch. Mit den beiden. So. Hier euch verbessere ich auch mal alle. Geht das nicht? Ach so, in dieser Provinz kann ich nicht verbessern. Ach, das ist schlecht. Das war jetzt schon wieder doof. Hätte ich also eher machen müssen. Erstmal im Runde Ben. Zugewiesene Fähigkeit, Willen. Das war blöd. Hätte ich gerade zuerst die Fähigkeit verbessern sollen. Um dann anschließend weiter vorzurücken. Naja, okay. So, erstmal im Runde Ben. Aber ich denke mal, die Kohle hätte eh nicht gereicht. Insofern war das schon ganz okay. So. Also, jetzt werden wir, denke ich mal, doch einen Mehrfrontenkrieg führen. Wir haben auf jeden Fall im Norden, hier haben wir eine Einheit stationiert. Jetzt haben wir hier eine Flotte, da haben wir eine Flotte. Hier unten haben wir unsere Fußtruppen. Ja, wir machen das jetzt auch. Also, ich entscheide mich um. Ich, triff jetzt einfach mal die Entscheidung, dass wir, Sekunde mal eben, dass wir jetzt Ton, der Ton ist gerade weg, Entschuldigung, mal eben testen. So, jetzt ist er wieder da. Ja, der Ton, der war gerade ein bisschen weg. Also, ja, wir wollen jetzt einfach mal. Seht ihr denn nicht? Gemeinsam wären unsere Armeen unbesiegbar. Meine Armee ist unbesiegbar, aber deine, ja, ist schon ein bisschen besiegbar. So, Sparta kommt hier nach Consentia. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall alles im Auge behalten. Und ich denke mal, wenn wir uns nur auf eine Front konzentrieren, werden wir nicht allzu weit kommen. Wir müssen jetzt wirklich, ja, ich sag mal, offenes Visier, Attacke und wirklich an mehreren Fronten kämpfen. Gegen Sparta, so, angehört, natürlich ja tot. So, irgendwas Schlimmes, motivierte Baubericht. Nahrung ist gut, das ist okay, Weg versperrt, unzufriedene Bevölkerung in Libyen. Boah, lecker Marsch, dieser ganz schön unzufrieden, ne, also. Pass auf. Nehmen wir hier erstmal die Steuerprovinz raus. Und gehen dann hier mal fett auf das Amphitheater. Das macht wieder Minus, öffne ich auch. Egal, komm, bauen. Einfach bauen. So, also. Ja, ich war in der letzten Runde, wie gesagt, so schlau. Wo ist denn das Gebiet überhaupt? Ist das hier? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Muss ich jetzt wirklich wieder komplett?
Was? Hier ist jetzt gar keine Ausrüstung mehr verfügbar, oder? Eieieiei. Okay, dann müssen wir hier halt weiter. Vor. So, mit euch beiden. Bithynien. Stehen wir mit euch im Krieg? Ja, sicher. Also gut, dass wir unterwegs sind. So, können wir jetzt hier... Ich erwarte eure Befehle. Auch nicht. Auch nicht. Ja, ist auch egal. Also ich denke mal, wir sollten das so schon packen. Eigentlich. So, mach ich mal hier. Ist schon Stellung. Doppelte Geschwindigkeit. Warum bist du denn so lahmarschig? Ja gut, weil du Fußvolk bist. So, ziehe ich euch beide vor. So, Brundisium. Das passt. Dich würde ich auch ganz gerne hier lassen. Einfach um die Ostfront hier abzusichern. Wie viel können wir eigentlich noch? Keine Armee mehr. Wir können nur eine Flotte aufstellen. Ich vergesse immer, wo ich die geilen Flotten aufstellen konnte. Ist aber auch gerade nicht so schlimm, weil eigentlich reicht das erstmal, was wir haben. Wollen wir wirklich Sparta schon angreifen? Da hat er seine Hauptstadt nicht mehr. Ich meine, wir stehen im Krieg mit ihm. Alle Mann an die Ruder! Sollen wir es wirklich wagen? Der Weg voraus ist versperrt. Feindliche Nebensiedlung. Ja. Eher an Land zurück. Die Flotte meldet sich. Die Siedlung wird belagert. So, dann macht ihr zweimal. Macht man da ein bisschen Stress. Hier kommt Sparta. Darauf, dann ziehe ich dich hier nach Consentia. So. Das da ist. In der nächsten Runde können wir da Alalia angreifen. Hier, den fangen wir ab mit den beiden Truppen. So, wie sieht denn unser Afrika-Feldzug aus? Ja, ich kann dich alle nicht verbessern. So, ich stehe hier vor den Toren Afjilas. Oh, schau mal. Da sollten wir ganz schnell nach Kyrene vor. Müssen wir mal mit doppelter Geschwindigkeit machen. So, dich ziehe ich zurück in die Stadt. Du gehst auch mal in Gewaltmarsch. Du auch. So, verteidigt immer hier die Stadt. So, einen Spion schicke ich vor. Nein. So. Okay. Beziehungsweise, das ist ein Würdenträger. Sollen wir den hier lassen, auf dem Hügel? Dann kannst du hier mal ein bisschen was für Würde sorgen. So, geh mal da rein. Und du geh auch mal da rein. Ja, bist du schon. Okay, 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 okay. So, läuft. Hier unten die Stadt, die können wir auch geschmeidig einnehmen. Euch beide ziehe ich nach. So, mit euch greife ich jetzt hier an. So. Du hast keine Bewegungspunkte mehr. Gut, die Stadt, die sollte jetzt fallen, ja, also. Hier ist ja, jawohl, beide verteidigen. Da scheint nichts drin zu sein. Nur, ja, eine kleine Garnison, also. Die Stadt gehört uns. So, besetzen natürlich. Auf jeden Fall. So, unseren Würdenträger lassen wir hier. Den nächsten schicke ich mal vor. So, dich schicke ich vor. Und dich schicke ich auch vor. Wo ist denn der ganze Rest hier? Der ist hier in seinem Befehl drin. Ja, ey, wir haben... Aber wir hatten noch mal so richtig viel von diesen Vögeln. Naja. Egal. So, du kannst schon mal weiter vor. Du kannst hier rein. Ja, das nenne ich eine Garnison und... Ja, komm, bleib du einfach da. Ist okay. Rück du mal vor. So, schauen wir uns mal Afjila an. Nahrung. Habt ihr noch weitere Befehle?
Warum zeigt er es jetzt auf einmal nicht an? Hallo? Jetzt. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Minus 1 öffentliche Ordnung. 100 Wohlstand. 4 Nahrung. Aber keine negative öffentliche Ordnung, obwohl die jetzt sowieso ganz okay ist. Dann machen wir den Hof. Und zivile Kolonie, landwirtschaftliche Markkolonie. 3 öffentliche Ordnung pro Runde. Das nehmen wir. So, die Waschrinne können wir stehen lassen. Okay, dann haben wir noch 20.000. Ich gehe mal kurz durch die einzelnen Provinzen. Ich schaue mir die mal an. Da sieht man hier. Naja, minus 10. Steuern, Sklaven, Unruhe, du Schande. So, hier hauen wir auf jeden Fall den vollen Jupiter rein. Das Stadion. So, das lasse ich mal offen, weil ich weiß nicht, ob das dann ausreichend ist. Auch mit dem Rest, den ich hier baue. Dann würde ich hier vielleicht dann auf was anderes gehen. Amphitheater oder so, ich weiß nicht. Aber das lasse ich erstmal offen. Ja, so haben wir hier quasi noch einen Bonus demnächst. So, und hier, schau mal hier. Gut, dass wir jetzt hier das Upgrade machen können. Sonst sind wir hier plus minus null. So, 10.000 haben wir auch nur noch. So, hier ist die öffentliche Ordnung gut. Nahrung ist schlecht, ist aber nicht schlimm. Obwohl, ich verstehe es nicht. Ich gehe hier voll auf Nahrung, ne? Da, 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 da. Und irgendwie trotzdem. So, hier ist das okay. So, hier ist es okay. Aha, hier oben. Also ich habe ja die Steuern erhöht. Und insofern muss ich jetzt natürlich gucken, dass ich überall die öffentliche Ordnung im Auge behalte. Hier ist es okay. So, hier sieht es gut aus mittlerweile. Hier sieht es sogar sehr gut aus. Verstehe ich zwar nicht, warum ich hier auf einem plus 20 habe. Naja. So, Handlungsbedarf hier. Hier haben wir jetzt schon 0. Hier sieht es bald dann noch besser aus. Das ist schön. Da, minus 8. Hier wollten wir auch auf den Treffpunkt gehen. Und hier machen wir schon den Tempel des Jupiter bauen wir aus. Also wird es hier auch besser. So. Minus 89 und minus 3. Hier haue ich auf jeden Fall mal die Steuerprovinz raus. Das bringt nichts. Ich komme hier echt nicht. Gut, in 2 Runden habe ich hier eine. 2 Runden, warte mal, jetzt erstmal eben überlegen. Minus 3, minus 6, dann sind wir bei minus 95. In 2 Runden ist das fertig, dann sind wir wieder plus, also kriegen wir hin. Jo, hier unten. Minus 3. Würde ich ja gerne machen, den Goldschmied, aber dann. Ja, gut, hier schauen wir uns, warten wir jetzt mal ab. Da und hier ist Katastrophe noch. Negative plus 24 öffentliche Ordnung. Zirkus, dann geht sie ab. Das dauert noch 4 Runden. Minus 4 kriegen wir noch, sind wir bei minus 92. Also das passt auch. Das hier kann ich auch nicht abreißen. Schade. So, wie sieht es hier oben aus? Minus 10. Genau, hier wollten wir Auditorium bauen. Obwohl, die bringt nur 6. Der bringt nur 6 öffentliche Ordnung. Hier sollten wir lieber 2, 4, 6. Hier gehen wir lieber auf was anderes. In der nächsten Runde. So. Hier ist es okay. Hier minus 6. Obwohl, die kriegen wir ein plus 12. Hier ist nur minus 2. Dann können wir das Ding auch bauen. So. Das ist okay. Hier ist minus 5. Aber hier können wir dann auf plus 12 gehen. Wahrscheinlich habe ich dann auch irgendwann mal wieder ein Nahrungsproblem. Ja, und hier unten ist tippitoppi.
Der bringt 6. Minusnahrung plus öffentliche Ordnung 3, Wachstum und so weiter in Afrika. Das machen wir erstmal. Jawohl, Freunde, das sieht gut aus. Ja. So, da haben wir jetzt alles soweit uns die Provinz angeschaut. Hier ist alles im grünen Bereich. In 3 Runden ist ja auch schon wieder eine Forschung abgeschlossen. Bin ich erstmal die Runde. Ach je, wieder diese ganzen Fähigkeiten. So, Salica. Sowas kannst du in Rekrutierung, Unterhalt, Minus Unterhalt. Das ist schön. So, was hast du? Moral für alle Einheiten ist immer gut. Und der Krieger ist auch nicht schlecht. Und Sanais kann... Bewegungsreichweite, Hingabe, Einkommen durch Plündern, Schaden an allen Gebäuden, Bedrängen. Nö, hier nehmen wir lieber mal, ja, Tapferkeit, Machtdemonstration, Minus Moral für alle Einheiten der Zielarmee und Plus für unsere Einheiten. That's nice. So, und wenn... The early bird catches the worm. Ja, Entschuldigung. Muss ich irgendwie gerade mal kurz dran denken. Schönes Denglisch. Deutsche Sprichwörter ins Englische übersetzt. Kennt ihr eigentlich My Lovely Mr. Singing Club? Mein lieber Herr Gesangsverein. Oder, Now it goes around the sausage. Jetzt geht's um die Wurst. Genauso wie I think I stand in the woods. Ich glaube, ich stehe im Wald. So ein Schwachsinn. Ihr kennt ja bestimmt so diese schwachsinnigen E-Mails, die man im Büro kriegt, ne? Diese Fun-Mails. Übrigens, viele Freunde von mir, Bekannte, die wohnen... Nee. Ey, wenn der Pisser schon so langsam sich da nähert, ja, dann weißt du schon genau, was die Glocken läuten. Wo will er hin? Oh, 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 wir müssen auf jeden Fall unser zentrales Gebiet im Auge behalten. Und ich habe die Truppen abgezogen, verdammt, bei Tour um. Eine Einheit habe ich da, die muss ich gleich unbedingt da hochschicken. Nein, kennt ihr das, diese Fun-Mails, die dann immer schön rumgehen im Büro? Übrigens, einige Kollegen sind mittlerweile doch tatsächlich gesperrt worden für diese E-Mails. So, ran damit. Siedlung wird gelagert, natürlich der Tod, politische Intrige, bla bla. So, jetzt fehlt nur noch irgendwo verborgener Agent, Baubericht. Unzufriedene Bevölkerung in Celtica. Ja, komm, das ist doch gleich okay. So, Verschleiß, bla bla, motivierte Bevölkerung, Weg versperrt. Eigenschaft der Alten. So, Freunde, Runde ist beendet. Wir schauen uns in der nächsten Runde mal die Statue an und gucken mal, was wir da so machen können. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, bitte den nach oben. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Björn Salz.